Ihr habt Glück. Niemand wird diese Kamera mit dieser schrägen Zeichnung von mir gewinnen. Nein, die 10 Gewinner der Pentax Chameleon kriegen eine ganz besondere. Und zwar wird sie ausgestattet, individualisiert von Ralf Rute. Herzlich willkommen hier. Von mir. Ja, von dir. Das stimmt. Das hatten wir vorher besprochen. Ich erinnere mich. Ja, wunderbar. Ich hoffe nicht dunkel. Ja, sensationell. Pass auf. Gleich los. Genau. Du zeichnest Comicfiguren aus deinen Cartoons. Darf man das so sagen oder sind das Cartoonfiguren? Es war eigentlich alles richtig, was du gerade gesagt hast. Das ist ein prima Zufall. Ja, okay. Sehr gut. Dann und ich fange, glaube ich, auch direkt einfach mal an und werde den Biber zeichnen aus dem Biber und Baum Video. Diese Videos mit diesen Figuren kann man natürlich alle auf YouTube auf deinem Kanal sehen. Völlig richtig. youtube.com/Rute. Mit TH. Übrigens, diese Pentax, ich möchte nochmal unseren Sponsor, unseren edlen Sponsor erwähnen, hat eben die Eigenschaft, dass man sie mit unterschiedlichsten Covern versehen kann. Und vierfach Zoom darf man nicht vergessen. 14 Megapixel und HD-Videos für uns YouTuber natürlich besonders wichtig. Können sich die Leute eigentlich dann aussuchen, welches der Motive sie bekommen, oder? Nee. Ärgerlich. Wir losen das mit aus. Genau, die Gewinner, ganz wichtig, werden jetzt hier unterm Video Stück für Stück eingeblendet. Die haben wir ausgelost, angeschrieben und so erfahrt ihr, wer sie gewonnen hat. Ich drücke allen die Daumen. Ich natürlich auch. Man sieht ja jetzt, dass du das wirklich kannst. Kein Fake. Wobei das natürlich überhaupt nicht repräsentativ ist dafür, wie ich sonst arbeite. Ich zeichne das eigentlich vor und dann wird das mit Tusche nachgezogen und so. Das hier ist jetzt, so zeichne ich eigentlich gar nicht. Aber es geht. Es geht, ja. Hättest du auch nicht gedacht. So sieht dann das Endergebnis aus. Eure Rute Pentax Chameleon RS1000 mit allem Pipapo und eben individualisiert von Ralf Rute. Und was bin ich? Genau, können wir zum Schluss noch für einen Tipp geben, wenn euch langweilig ist und ihr vielleicht keine dieser sensationellen Kameras gewonnen haben solltet, die Namen waren ja alle unten eingeblendet, was macht man da am besten? Naja, also ich würde sagen, am besten schaut man bei youtube.com/Rute vorbei oder bei Klicksum. Stimmt, guter Tipp. Also, bis denn. Du kannst auch nochmal so machen. Das ist ganz schön am Ende von einem Video immer.